Hallo ihr Lieben, wir öffnen heute das 12. Türchen des Hunde-YouTuber-Adventskalenders. Ich habe eine kleine Challenge vorbereitet und zwar wird mein Bruder heute für meine Hunde einkaufen gehen, so ein bisschen die Weihnachtsgeschenke einkaufen. Das ist deswegen eine Challenge, weil mein Bruder von Hunden, allgemein von Tieren, nicht so viel Ahnung hat. Er hat kein einziges Haustier. Hast du schon jemals irgendwas für einen Hund gekauft? Ja, für Abigail habe ich damals was gekauft. Ich weiß nicht mehr was. Und ich habe eine Hundehütte gekauft für deine Hunde. Okay, die hatte ich mir vorher ausgesucht. Ja, okay. Also es wird schwierig, weil er auch nicht so genau weiß, worauf er zu achten hat bei so einem Einkauf. Außerdem ist Chris Veganer. Das heißt in so, also so mit Schweineohren, Schweinenasen, Ochsenziemann, Kaninchenohren oder sowas rumzuhantieren. Das ist für ihn also wirklich was ganz Neues. Ich habe als kleine Hilfestellung eine Liste vorbereitet mit Dingen, die er kaufen soll. Ja, dann hoffe ich mal, dass er mit möglichst brauchbaren Sachen wieder hier auftaucht. Jessie wird er mitnehmen, weil so ein Halsband ja auch anprobiert werden muss. Wir werden mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Also nochmal, ein Halsband für die Jessie, Knabberkram. Was ist der Unterschied zwischen Knabberkram und Leckerlis? Ein tolles Spielzeug, ich habe für Pepe einmal freie Auswahl. Knabberkram und Leckerlis. Das hätte ich nachgucken müssen. Aber sie meinte irgendwie Knabberkram, etwas, das länger hält. Ich glaube, das ist damit gemeint. Und Leckerlis halt nicht lange. Also irgendwas, woran ein Hund länger zu knabbern hat. Partymix. Machst du gerne Partys? Hundepartys? Jessie, komm mal raus. Da hat sie. So, ich denke, das hier ist etwas, was ein bisschen länger hält. Riesenkauknochen. Ja, nehme ich auch mit. Mit Leckereien füllen und so den natürlichen Nahrungssuchtrieb stimulieren. Aufgabe und gleichzeitig Beschäftigung für den Hund und reinigt die Zähne. Oh, das finde ich aber gut. Mach mal da was rein. So, ich bin wieder zurück bei Sophia. Da steht sie schon. Mein Bruder ist wieder da und ich bin sehr gespannt, was er eingekauft hat. Genau. Also bevor wir das jetzt auspacken, wie war das für dich? Also da waren schon sehr viele Sachen, wo ich dachte, was ist das? Wozu braucht man das? Aber ich fand interessant, wie viele verschiedene Sorten an Tieren es da zu essen gab. Und auch, was es so Veganes zu essen gab. What? Ja, ich habe kein veganes Hundefutter gekauft. Okay, weil ich dachte, das willst du nicht haben. Aber die Mitarbeiterin hat mir gesagt, das ist ja gar nicht so verkehrt. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Genau, du weißt noch, was auf der Liste stand? Als allererstes stand da ein Halsband für Jessie. Genau, ein Halsband für Jessie. Okay, fangen wir damit an. Wo habe ich denn? Ich hab gedacht, okay, Jessie und die ganzen haben hier irgendwie immer so geschlechterspezifisch farbige Halsbänder. Ich wollte diesen Kreis durchbrechen. Ja. Okay. Findest du nicht gut? Also ich hätte Lederhalsband kaufen können, aber ich wollte kein Leder kaufen, weil ich dachte, dann kann ich zumindest da vegan sein. Wenn man Hunde schon nicht vegan ernähren soll. Also es ist Giftgrün.
finde ich gar nicht so schlecht. Was mich aber nervt, muss ich sagen, ist, dass man das erst hier durch den Ring ziehen muss. Und es dann zumachen kann. Und das ist gerade bei einem jungen Hund immer ein bisschen eine Fummelei, muss ich sagen. Also, ich finde es nicht schlecht. Aber es ist ja auch ein blondes Mädchen. Ja, okay. Machen wir mal weiter. Gut, als zweites stand Knabberkram. Und du hast Knabberkram und Leckerlis geschrieben. Und dann war ich plötzlich verwirrt. Weil ich dachte, okay. Aber Knabberkram, damit hast du etwas gemeint, was langfristig hält. Ja. Was länger hält. Ja, ja. Ich hoffe, das, was ich gekauft habe, hält länger. Ich habe aber zwei Sachen gekauft. Einmal, weil ich dachte, das hält vielleicht nicht, doch nicht so lange. Das. Oh. Ja, die Hunde mögen es. Die Hunde fressen alles. Die fressen auch Sachen, die nicht zum Fressen geeignet sind. Ein gefüllter Markknochen. Finde ich ganz gut. Okay, hält das länger? Beruhige dich, es ist noch in Plastik verpackt. Ja, vor allen Dingen, wenn man Markknochen so vom Schlachter, maybe, sich holt, dann hören die meist schon hier auf. Und da hat man ja wirklich schon oft irgendwie Videos gesehen oder Fotos gesehen, wo der Hund sich das einmal über den Unterkiefer gezogen hat und mit einer Knochensäge der Markknochen erst wieder durchtrennt werden musste. Das hier ist eine wirklich schöne Länge. Da haben die auch, ja, da haben die auf jeden Fall länger was von. Hast du da einen von gekauft? Davon habe ich einen gekauft und dann habe ich noch. Ich dachte, die wechseln sich ab. Die wechseln sich ab. Meine Terrier wechseln sich ab mit dem Markknochen. Aber ich habe noch. Da sagt die Lotta dann: So, ich habe jetzt genug. Pepe, möchtest du? Guck mal, darauf gehen die richtig ab. Guck mal, wie geil die den finden. Ja, das ist ein ordentlicher Knochen. Den kann man ja auch zerbrechen, vielleicht. Nee, kann man nicht. Aber ich finde es ganz gut. Oh, hallo, betest du mich an? Ja. Also, Freunde, ihr sollt das eigentlich erst zu Weihnachten kriegen. Ja, finde ich gut. Das ist ein ordentlicher Knüppel hier. Da haben die lange was von. Dann haben wir schon mal zwei. Brauchen wir noch drei. Ganz süß. Ich dachte, die wechseln sich ab. Entschuldigung. Will jeder Hund zu jeder Zeit gleichzeitig was kauen? Ja. Okay. Ja, okay, Entschuldigung. So. Okay, weiter. Warte, warte. Ich möchte mal, dass du... Ich möchte, dass du daran riechst und mir sagst, was es ist. Okay. Warte. Riech daran. Nicht Augen auf. Ah, Fisch. Ja, es ist Fisch. Aber ich möchte jetzt mal wissen, ob die Hunde den Dogfish mögen. Okay. Siehst du, also er ist der Veganer, aber ich ekel mich davor, die anzupacken, ne? Ja, magst du. Und was mit dir? Hab ich schon magst gesehen, dass die alles... Und Jessie? Okay. Oh, nicht hier im Wohnzimmer. Das könnt ihr im Wohnzimmer essen. Ja, Fische. Fand ich gut. Ja, okay. So, dann hat mir die Dame da nochmal ganz viele Leckerli-Päckchen mitgegeben hier. Für alle Hunde was. Okay. So, sonst. So, dann sollte ich ein Shampoo für Pepe kaufen. Mhm. Anti-Schuppen-Shampoo. Richtig gut. Ja, Pepe hat tatsächlich ein bisschen mit Schuppen zu tun. Ja. Ja, finde ich gut. Probiere ich mal aus am Pepe. Okay. Dann sollte ich noch ein Spielzeug. Ja. Ein tolles Spielzeug und einmal freie Auswahl besorgen. Ja. Das Spielzeug, habe ich gedacht, und da bin ich mal offen, wie das funktioniert. Ich nehme jetzt einen Fisch. Ja. Und den stecke ich in das Spielzeug rein. Ah. Da ist jetzt ein Fisch in einem Spielzeug. Und zwar ein Conquest. Kennst du das? Ja, Kongs haben wir tatsächlich schon 4 bis 5 Stück. Aber immer diese, wie heißen die denn? Ihr wisst, was ich meine. Die Kongs, die man so kennt. Das natürlich, hier, also mit Leckerlis füllen und den natürlichen Nahrungssuchtrieb steht hinten drauf. Fand ich interessant, was da stand.
Jetzt haben wir hier einen Kong mit einem Fisch drin. Ja, finde ich gut. Kannst du den Fisch da wieder rauspulen? Die sollen das ja erst Weihnachten kriegen. Oh, ja. Komm her, Fischi. Okay, jetzt riecht das. Gott sei Dank hat er gleich eine Großpackung Hundefische gekauft. Ja, so, und ich habe jetzt noch ein Leckerli als selbst ausgesuchtes. Okay. Weil ich dachte, wenn ich schon kein veganes Hundefutter kaufe, dann kaufe ich wenigstens ein veganes Leckerli. Okay. Und davon habe ich 5. Okay. Und zwar sieht es aus wie Bacon. Guck dir das an. Oh mein Gott. Veganer Bacon. Wenn ich im Kiosk gekauft habe, Fische findest du blöd, ne? Nein. Ich wollte auch schon mal Fische kaufen, habe mich dann aber zu sehr geekelt. Jetzt hast du das erledigt für mich. Das finde ich ganz gut. Vielen, vielen Dank, dass du das überhaupt gemacht hast. Gerne. Ja, und jetzt bist du auch ohne Erfahrung reicher. Das ist doch auch ja. Was Schönes. Also das Schwierigste, um das nochmal rüber passieren zu lassen, war einem Hund in einem Laden, in dem überall Leckerlis und Spielzeuge rumstehen und andere Hunde rumlaufen, das Halsband abzunehmen von der Leine, also die Leine und das Halsband abzunehmen, um ein anderes Halsband anzuprobieren, wenn es ein Welpe ist. Also hätte nicht einfach das Halsband zusätzlich noch um den Hals gepasst? Das wäre zu einfach gewesen. Also, schöne Sachen hat mein Bruder gekauft. Die Hunde sind jetzt alle beschäftigt mit veganem Essen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal für euren Hund was Veganes ausprobiert habt. Und ob ihr eurem Hund schon mal Fische gegeben habt. So richtig echte Fische. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis die Tage.